In den Sommerferien konnten die Schülerinnen und Schüler der Kolkwitzer Grundschule in andere Welten eintauchen. Mindestens 3 Bücher mussten gelesen werden, um eine 1 im Deutschunterricht zu kriegen. Nach 6 Wochen steht das unglaubliche Ergebnis jetzt fest. Insgesamt 1021 Bücher haben die Kids verschlungen. Die Prämierung der einzelnen Klassen fand dann heute statt. Er war mega erfolgreich. Wir haben nochmal das getoppt, was im letzten Jahr gelesen wurde. Das haben wir dieses Jahr nochmal eine Schippe draufgesetzt. Und auch die Kolkwitzer Kinder, wo wir jetzt heute hier sind, die haben super fleißig gelesen mit weit über 1000 Büchern. Das werde ich nachher auch nochmal sagen. Haben sie den erfolgreich abgeschlossen, den Lesesommer. Alle Klassen haben sich beteiligt daran. Das war natürlich super, super gut. Und ich will jetzt eigentlich noch nicht zu viel verraten, welche Klasse gewinnt, denn wir haben immer auch ausgelobt, die Klasse, die die meisten Bücher gelesen hat, bekommt nicht nur den Wanderwichtel, sondern der Bürgermeister stiftet auch noch Geld für die Klassenkasse. Und das ist natürlich auch ein besonderes Highlight. Heute haben wir auch einige Eltern eingeladen, die mit dabei sind, die ihre Kinder mit begleiten, weil es ist ja doch was ganz Besonderes. Die Kinder lesen, was wollen wir mehr? Bildung ist so unendlich wichtig und das beginnt nun mal mit dem Lesen. Und man kann nicht früh genug anfangen. Und in der 2. Klasse, das waren meine Erstleserstarter, sogar die haben schon ganz fleißig mitgelesen. Also das war schon super, super toll. Die Kinder haben bewiesen, dass Lesen nicht nur eine schulische Pflicht ist, sondern auch eine wahre Freude sein kann. Sie haben die Bücher verschlungen und sind in spannende Abenteuerwelten eingetaucht. Alle Lehrer stehen da voll hinter mir und sind auch begeistert, dass die Kinder eben auch lesen, weil sie ja eigentlich merken, es ist ja auch Arbeit, die ich denen abnehme, weil sie was in den Ferien auch wirklich machen. Ja, sie müssen auch einen Lesezettel ausfüllen, das heißt, sie müssen also auch schreiben, sie müssen eine kurze Inhaltsangabe anfertigen und schon das ist gar nicht so einfach. Viele überlegen dann erstmal, was ist eigentlich ein Autor? Gerade auch die Kleineren, die das noch nicht so wissen. Und dann helfen die Eltern beziehungsweise eben auch ganz am Anfang auch dann noch die Lehrer. Und das ist eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit. Das Gute ist auch, die 2. und 3. Klassen aus Kolkwitz kommen alle 4 Wochen auch in die Bibliothek. Da wird eine Bibliothekseinführung gemacht, dann wird zusammen gelesen, einzeln gelesen. Dann werden wir zusammen basteln in der Weihnachtszeit, in der Osterzeit. Und eben immer wieder, dass die Bibliothek eben auch wirklich als Wohlfühlort kennenlernen. Viele Schüler kommen inzwischen auch schon zu mir und machen auch ihre Hausaufgaben bei uns, weil sie dann gleich eben auch auf die Bücher zurückgreifen, die wir in der Bibliothek eben auch haben. Insgesamt gab es 12 Plätze zu vergeben. Die Kids wurden für ihren Fleiß belohnt. Neben der Ehrung konnten sie sich auch einen Preis aussuchen. Die Klassen, die die ersten 3 Plätze belegten, erhielten zudem Geld, um gemeinsam etwas Schönes zu unternehmen. Dies zeigt, dass nicht nur das Lesen, sondern auch der Zusammenhalt und die Teamarbeit in der Schule gefördert wurden. Der Bürgermeister aus Kolkwitz hat die Urkunden verteilt und ist auch sehr glücklich mit den Schülerinnen und Schülern aus der hiesigen Grundschule. Ich bin total begeistert, gerade in der heutigen Zeit, wo ja, ich sag mal, eher die Digitalisierung und die Social Medias genutzt werden, bin ich total begeistert, dass das althergebrachte Buch in Papierform hier von den Kindern so begeistert angenommen wird. Und ich denke, es ist auch absolut wichtig für die Bildung, für die Weiterbildung. Und ich kann eigentlich nur glücklich sein, dass wir hier diese Aktion seit 3 Jahren bei uns in der Großgemeinde haben und den Nachwuchs schon frühzeitig an das Buch heranführen. Den ersten Platz sicherte sich die Klasse 5a, die mit beeindruckenden 191 gelesenen Büchern die Spitze erklomm. Eine besondere Erwähnung verdient dabei Emma Jakob, die in der 5a als Spitzenleserin herausragte. Sie brach sogar einen Rekord, da sie unglaubliche 41 Bücher alleine verschlang. Ihre Leidenschaft fürs Lesen ist absolut bewundernswert. Schön, also ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also größtenteils Pferdebücher, aber auch Fantasybücher und ja. Ich war bei den Reiterferien nochmal im Reiterurlaub und habe was mit Freunden unternommen und halt nebenbei gelesen. Insgesamt zeigt die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler für das Lesen, dass Bildung und Spaß Hand in Hand gehen können. Die Grundschule Kolkwitz hat eine Gruppe aufstrebender Leseratten hervorgebracht, die die Welt der Bücher weiterhin erkunden und besonders genießen werden. Na, siehst du, hier ist der Mann.